Nadel und Zwirn als Leidenschaft. Die Liebe zum Handwerk des Schneiders. Ein Handwerk, das Arik bereits im Alter von 9 Jahren erlernte. Haben ihn über Jahrzehnte zum Virtuosen mit Nadel und Zwirn werden lassen. Wir befinden uns heute bei der Erinnerungsschneiderei und Putzerei Arik, die bereits seit 15 Jahren in der Prager Straße 52 angesiedelt ist. Der Meisterschneider Recep Arik, der für seine Herzlichkeit und Freundlichkeit über die Grenzen von jeder See hinaus bekannt ist, gewährt uns heute Einblicke in sein Unternehmen. Herr Arik, woher kommen Ihre Kunden überall? Ja, meistens die unseren Besuch, die Jettlersee, ja. 80%, 20% habe ich überall aus Wien. Korneuburg, Thun, Strebersdorf, Stammersdorf, 22. Besuch, über der 22. Besuch, ja. Das überall. Fast überall habe ich Kunden. Das spricht ja sehr für Ihre Qualität, wenn die Leute so motiviert sind, ja, dass sie von fast überall zu Ihnen kommen. Danke, ich versuche mich zuerst Kunden zufrieden zu machen. Geld ist für uns ist das Zweite. Wenn ich Kunden zufrieden bin, bin ich auch sehr zufrieden. Das ist eine sehr schöne Einstellung. Ja. Herr Arik, mit was für Problemen, mit was für Sachen darf ich zu Ihnen kommen? Sie dürfen mit Leder, Sie dürfen mit Pelz, Sie dürfen mit Kleid, Sie dürfen mit Trachtkleid. Sie dürfen mit Anzug, Hochzeitkleid, fast wir machen alle. Mit all diesen Dingen bin ich bei Ihnen an der richtigen Adresse. Ja, danke. Alles klar. Ja. Ihr Unternehmen ist bereits seit 15 Jahren hier in der Prager Straße angesiedelt. Ja. Gibt es das Geschäft schon länger? Erzählen Sie uns ein bisschen was über Ihre Geschichte. Prager Straße bin ich fast 15 Jahre, okay. Aber ich war von 19. Besig. Hier übersiedelt, weil hier ist zwar keine Schneiderei. Mhm. Ja, ich bin hier am Pragester, hier ist angefangen als Schneider. Und weil 19. Besuch hier bin ich gekommen, ich wohne auch 21. Besuch, ein bisschen in der Früh, am Abend, es war schwer, wegen des Stau. Das heißt aber eigentlich, wie lange sind Sie als Unternehmer schon tätig? Seit 92. Das spricht ja für sehr, sehr viel Erfahrung. Wir können auch Auftragsarbeiten bei Ihnen abgeben. Sprich, Sie machen auch Maßarbeiten auf Wunsch. Ja, das ist so. Maß ist ein bisschen, ist kostet über die Stange kaufen. Ja, das ist wegen das. Es gibt viele sehr schöne Sachen, kann man fertig kaufen. Aber gibt es Menschen, es passt nicht. Entweder zu groß oder zu stark, und für solche Menschen, wir machen schon was, wenn will, ja. Ich darf mir jetzt zum Beispiel ein Kleid wie dieses bei Ihnen wünschen, ja, und bekomme es bei Ihnen genäht. Ja. Oder ich darf auch ganz zum Beispiel genau, mit ja, einem Beispielbild genau, wie das kommen, das können Sie und gleich kann was, es mir ja, nachmachen Sie lassen dürfen, bei Ihnen. Sie können ein Bild bringen oder ein Foto irgendwo von Katalog. Wir können gleich machen. Und weiß ich dann schon im Vorhinein, was das kosten wird auch? Das ist kontrafant. Das hängt von der Schnitt, hängt von dem Wunsch, ja. Mhm. Aber ich versuche nicht, Kunden wehtun, auch nicht für mich. Es ist das so, ja. Mhm. Das Beispiel, ne? Das ist Beispiel, das habe ich einem Kunden verlangt, das habe ich genäht, nur ein bisschen über das Bild geändert, ja. Es war kostet 270 Euro, es ist nicht so viel, ja. Großartig! Ja, ja, es schaut so, aber ist nicht teuer. Das ja, ist mal ein Geheimtipp. Ja, ja, wirklich. Gut zu wissen. So. Dein Beispiel, diesem Bild, ja. Das habe ich genäht, das ist ein bisschen mit dem Falten, das ist ein bisschen kompliziert aus, das sieht man so einfach, aber es ist viel Falten, ja, das kostet 370 Euro, habe ich genäht, Beispiel. Von der Stange, sie kann das über 1000 Euro nicht kaufen. Nein, ja, also Mädels, so, wenn ja, ihr euer Wunschkleid nicht und findet, wir übertreiben nicht. Herr Arik, soweit ich weiß, haben Sie auch ein zweites Geschäft. Wollen Sie uns ein bisschen etwas darüber erzählen? Zweites Geschäft, so, meine Frau war im ersten, mein großes Kind war Karenz. Und nach dem Karenz, sie wollte das arbeiten gehen. Weil wenn sie arbeiten gehen, dann für Familie ist Probleme. Aber sie muss arbeiten, sie ist noch zu jung. Das kann man nicht zu Hause sitzen. Sie will arbeiten. Dann habe ich eine Überraschung. Ja, ich wohne am Autokaderstraße. Gleich 50 Meter ist es ein
Tabaktrafik war das Eckerzern, kleinen Eckerzern. Die Tabaktrafik hat übersiedelt eine, zwei Geschäfte nach. Dann habe ich interessiert die kleinen Geschäfte, ja, die Tabaktrafik. Das habe ich geheim von meiner Frau. Geheim habe ich renoviert, übernehmen. Dann ist es fix fertig. Dann habe ich gesagt, bitte, da hast du Schlüssel. Sie dürfen als Schneiderin arbeiten. Ja, sie hat überrascht. Sie wollte nicht, aber muss angefangen. Sie war nicht Schneiderin, sie war Verkäuferin. Ja? Am Anfang alles von mir, ja, früher auch von mir auch viel gesehen, viel gemacht. Wir haben zusammen auch gearbeitet. Aber sie hat ein bisschen Angst gehabt. Und in einem Jahr ist es gute Schneiderin geworden. Seit 10 Jahren, sie macht das alles alleine. So hat sich das einfach ergeben. Ja, sie fischte sehr gut, aber Angst gehabt für Kunden. Und Sie haben sie ausgebildet? Ja. Okay, super. Das ist der zweite Filiale, so angefangen. Ja. Wo befindet sich die? Autokadestraße, Pragestraße, einen kleinen Eckerzent. Ja. Herr Harik, vielen herzlichen Dank für die umfassenden Informationen und für Ihre Zeit. Ich glaube, wir haben jetzt alle gesehen, dass man sowohl mit Änderungsarbeiten, egal ob in Leder, ob auf Tracht oder mit, auch wenn Sie ein Wunschkleid haben, dass Sie beim Herrn Harik genau richtig sind. Dankeschön.